Hallo und herzlich willkommen zu diesem Wochengruß 2242. Heute nicht aus der Jablonskistraße, sondern, wie du siehst, live hier von mir zu Hause vorm Klavier mit Beethoven im Hintergrund. Warum? Ganz einfach, wir renovieren die Jablonskistraße. Es sind im Augenblick mal, das kommt selten vor, zwei Wochenenden nacheinander, wo wir keinen Seminarbetrieb in der Jablonskistraße haben. Und darum nutzen wir die Gelegenheit und machen die Räume frisch und neu. Es wird bunt. Die grüne Wand wird wieder, lass dich überraschen, ob es grün ist, ob es dasselbe Grün ist, ob es ein anderes Grün ist, ob es die gleiche Fläche sind, ob die gleichen Bilder hinkommen. Du wirst es bestimmt in den nächsten Wochen, in den neuen Wochengrüßen dann sehen, wie wir das Ganze machen. Also, ich bin jetzt hier zu Hause. Es gibt heute deswegen nichts zu berichten von wegen, was Tolles im Seminar war. Drum werde ich mal die anderen Themen ein bisschen nehmen. Zum einen, und ich habe mir das auch hier vorbereitet, gestern kam ja der Newsletter 274 raus. 274. Ich schreibe jetzt seit 274 Wochen einen wöchentlichen Newsletter. Das sind 5 Jahre. Ich habe davor mich immer ein bisschen gequält und nur alle paar Wochen mal so ein Newsletter geschrieben und habe da oft Wochen investiert in diesen Newsletter, bis er dann wirklich so war, dass er mir gefallen hat. Und habe ich beschlossen, ich will jetzt lernen, wirklich regelmäßig zu schreiben. Und da dachte ich mir, als Musiker, es gibt nichts Besseres als üben, also zwinge ich mich einfach selber, dass ich einmal die Woche einen Text schreibe. Ich habe mir das ein bisschen leichter gemacht, weil ich die ersten damals, glaube ich, 20 Texte auf einer Zugfahrt so runtergeschrieben habe und mir dachte, na gut, das erste ungefähr halbe Jahr, wenn mir nichts einfällt, kann ich die nehmen, aber ungefähr nach 10 Wochen spätestens bin ich dann aus meinem Konzept ausgebrochen. Dann kamen Fragen, dann kamen Wünsche, dann kamen Ideen und dann habe ich angefangen zu schreiben. Und jetzt sind es 274. Und inzwischen ist es meistens so, dass es bestimmte Themenreihen sind. Und jetzt gab es von Letter 270 bis 274. Wenn ich es auf NLP ausdrücke, also quasi ein bisschen langweilig, würde ich sagen, ich habe jetzt 1, 2, 3, 4, 5 Newsletter geschrieben übers Metamodell, die Art, wie NLP-Sprache einsetzt. Aber das Erstaunliche ist, das fällt mir immer wieder auf, wenn man die NLP-Techniken nimmt und sie wirklich für den Alltag nutzt, also nicht nur so im Seminar an so theoretischen, fernliegenden, abstrakten Problemchen, sondern wirklich ganz konkret an dem, was im Alltag ist, dann bekommt das einen anderen Stellenwert und auch eine andere Brisanz. Ich habe zum Beispiel den zweiten Sprachnewsletter jetzt am 1. Oktober, der trug den Titel Putin, weil ich da darüber geschrieben habe, mit dem Metamodell, was ich als NLPler mit meiner Art Sprache zu betrachten, wenn ich die Schlagzeilen lese über Ukraine, was ich da so lese, was mir da so auffällt. Also der erste, der 270er vom 24.09., der ging über die Macht von Worten. Da ging es zum Beispiel darum, dass im viktorianischen Zeitalter waren die ja sehr prüde. Und dann fiel denen irgendwann auf, dass so ein Tischbein nackt ist. Und darum haben sie dem Hosen angezogen. Das heißt, Tisch, Bein, nackt, Hose. Jetzt könnte man sich auch fragen, warum machen die Stoffschläuche um Rundhölzer? Siehst du, das ist die Macht der Worte. Wenn es ein Tischbein ist, ist eine Hose naheliegend. Wenn es ein Rundholz ist, ist eine Hose sehr seltsam. Dann kommt Folge 2, Putin. Wann wird dessen Name erwähnt? Welche Namen werden noch erwähnt? Dann kam Folge 3, Timeline-Tricks, dass wir eben mit Sprache die Zukunft und sogar die Zukunft, die nie geschehen wird, eine potenzielle mögliche Zukunft, bereits als Gegenwart erlebbar machen können. Dann letzte Woche, das war die drei bösen Zauberer, das müssen, das sollen und das können. Und davon der schlimmste, das können, weil das können ist ein Gestaltwandler. Das können gibt es in zweifacher Form. Einmal als Modaloperator und dann
Da beschreibt es eine Möglichkeit und als normales Verb, wo es ums Können geht, also um die Fähigkeit. Einmal die Fähigkeit und einmal die Möglichkeit. Und ich habe als Beispiel gebracht den Satz, ich kann sagen, dass du mit NLP Millionen verdienen kannst. Wenn ich sage, ich kann sagen, das sage ich ja gerade. Also du merkst, ich kann das wirklich. Dass du mit NLP Millionen verdienen kannst, ist eine Möglichkeit. Und diese beiden Sachen auseinanderzuhalten, raffiniert. Und gestern erschien der 274er, ich nannte ihn Anker im Sprachmeer, das Eröffnungsbeispiel ist Erdbeerjoghurt, also Joghurt mit Erdbeeren, wo ich darauf hinwies, du weißt bestimmt, dass also die Aussage, der Joghurt ist mit Erdbeeren, gilt auch dann, wenn du eine Erdbeere für 4 Gläser Joghurt nimmst. Aber im Kopf hast du das Wort Joghurt und das Wort Erdbeeren und das ist halbe halbe und du bekommst einen Joghurt, der zur Hälfte Erdbeeren enthält. No? Und schon hat dein Sprachmodul dich WAKUG-mäßig ausgetrickst. Das waren 5 Wochen Newsletter-Sprache. Und nächste Woche, ich habe schon angekündigt gestern, beginnt eine Newsletter-Serie. 6, 7 Teile, ich glaube eher 7 Teile, die wird ein bisschen länger. Zu der Frage, ist NLP gut für glückliche Beziehungen? Meine These ist, nein. Weil, wenn ich mich umgucke im Teilnehmerkreis und im Kollegenkreis, stelle ich fest, dass es in der NLP-Szene potenziell mehr Single gibt als außerhalb der NLP-Szene. Also die spannende Frage, was hat NLP, dass es die Leute gesund macht, glücklich, entwickelt, großartig, wunderbar, die Probleme löst, die Ziele erreicht und in jeder Hinsicht das Leben mit Feenstaub verzaubert. Außer bei Beziehungen. Kann es sein, dass NLP irgendetwas an sich hat, was, wenn du ihm nicht entgegensteuerst, vielleicht dazu führt, dass dieser eine Lebensbereich weniger profitiert als die anderen? Und dazu gibt es jetzt eine Newsletter-Folge, 5, 6, 7 Folgen zum Geheimnis der glücklichen Beziehungen. Titel lautet Glückliche Beziehungen trotz NLP. Abonnier den Newsletter, nächste Woche geht's los und dann bist du dabei und kannst das Geheimnis zusammen mit mir lüften. Ansonsten möchte ich mich bedanken bei den 12 Leuten, die letzte Woche diesen YouTube-Kanal abonniert haben. So viel gab es noch nie in einer Woche. Und deswegen danke, 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 danke. 12-mal. Ja, 12 pro Woche scheint nicht viel, aber wie gesagt, so viel waren es noch nie. Und ich hätte mich so freuen, wenn wir die 1000 noch schaffen dieses Jahr. Einfach nur damit, ja, weil es schön ist. Ich habe jetzt gemerkt, der Podcast, also du kannst mal gucken, wie es bei dir ist. Wenn ich bei Spotify eingebe NLP bei den Podcasts, dann kommt der Podcast von Stefan Landsiedel auf dem 1. Platz und mein kleiner, bescheidener Podcast kommt bereits in der 2. Reihe, auf Platz 10 in dem Fall, aber das sind so 2 Reihen, 5 Bilder und da ist er schon auf Platz 10. Eine Teilnehmerin hat geguckt bei Spotify, bei ihr taucht meiner sogar auf Platz 3 auf. Oh, das freut mich. Und darum werde ich noch mehr jetzt in diesen Podcast auch investieren, weil ich kriege natürlich auch das Feedback, dass er gerne gehört wird. Und dann reiche ich nach, natürlich. Also dienstags der Podcast. Jetzt am Dienstag werde ich Fragen beantworten zum NLP ganz allgemein. Es gibt so ein paar Fragen, die kommen immer wieder, wenn ich mit Leuten über NLP rede. So, ist NLP gut für das und das? Kann ich mit NLP das und das? Was ist das Besondere am NLP? Brauche ich ein Zertifikat? Was ist das Besondere an deinem NLP, Ralf, und sowas in der Art? Und ich will diese eher so allgemeinen NLP-Fragen mal in einem Podcast beantworten. Ich habe mir jetzt 10 Fragen rausgeschrieben. Oh, ich komme vermutlich wieder ins Reden und schaffe nur 5. Aber naja, gut, ich hoffe, das gefällt dir. Das ist ja das Besondere am Podcast. Studio Jablonski läuft auch weiterhin jeden Donnerstag. Letzten Donnerstag war Daniel und er hat eine Demo aus dem letzten Practitioner analysiert, die ich da gegeben habe mit Johanna. Schnelle Phobietechnik, eine Wellenphobie weggemacht. Sehr schön von ihm analysiert. Und nächsten Donnerstag komme ich wieder mit einem Webinar zum Thema furchtloses Zeitmanagement. Ich hatte schon mal ein Webinar über Zeitmanagement, aber mir ist inzwischen klar geworden, dass wenn du wirklich mit deiner Zeit gut umgehen willst, dann ist es weniger eine Frage von geeigneten Techniken,
als mehr eine Frage der Einstellung und auch des Wissens darüber, was sich in deinem Leben und auch im Leben deiner Lieben verändern wird, wenn du mit deiner Zeit anders umgehst. Das war der Wochengruß, in dem Fall aus der Privat, wie soll ich sagen, ist keine Audienz, das wäre Quatschen, aus dem Privatissimum, Wochengruß aus dem Privatissimum. Nächste Woche vielleicht schon aus der renovierten Jablonski-Straße, müssen wir mal gucken. Und ich freue mich, wenn es dir gefallen hat, wenn ein paar spannende Sachen dabei waren, wenn du den Newsletter liest, den Podcast hörst und wir uns am Donnerstag im Studio Jablonski sehen. Nimm dir die Zeit für furchtloses Zeitmanagement. Ich wünsche dir eine schöne Woche. Bis bald. Tschüss.